Im ersten Venus-Finale des Tages treffen gleich die beiden derzeit wohl weltbesten Sportgymnastinnen aufeinander. Jelena Witritschenko, die amtierende Mehrkampf-Weltmeisterin, und ihre große 7 Jahre jüngere Konkurrentin aus Russland, Alina Kabayeva. Jelena Witritschenko, schon seit vielen, vielen Jahren dabei, sehr elegant, 1,66 Meter groß und auch Weltmeister mit diesem Handgerät, mit dem Seil. Perfekte Symbiose von langsamen und schnellen Elementen. Schien nicht nachvollziehbar, was sie mit dem Seil alles anstellen kann. Es müssen ja verschiedene Sprünge in der Kür drin sein, verschiedene Hüpfserien, verschiedene Arten von isolierten Sprüngen. Das alles mit Seil und dann auch Sprünge mit Doppeldurchschlag. Aber mittlerweile sehen wir viel, viel kompliziertere Elemente in der Weltspitze. Und mal schauen, ob sie an die erreichbare Höchstnote von 10,0 herankommen wird. Eine mit Höchstschwierigkeiten gespickte Kür der Weltmeisterin. Es gibt übrigens 2 Kampfgerichte. Eins ist für die A-Note zuständig, für den technischen Wert und den künstlerischen Wert. Und das B-Kampfgericht vergibt die Wertung für die Ausführung. Und nun gleich ihre große Konkurrentin Alina Kabayeva. Alina Kabayeva tritt jetzt.